Wem es an den aktuellen Märkten aktuell schwindlig wird, na, kein Wunder, denn so wie sich der Markt bewegt, kann es einem ja fast schon nur noch übel werden, denn die Bewegung, die ist da und keine Sorge, ich höre jetzt mit dem Drehen erstmal auf, bevor Sie gleich den Drehwurm kriegen oder ich hier umkippe, weil ich die Balance verloren habe. Das ist tatsächlich ein Thema auch für die Märkte, denn im Moment sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Der DAX schießt nach oben, der Dow Jones, zumindest mal das Vorbörsliche, was man so sieht, geht ebenfalls nach oben und das mit sogar steilen Flanken. Und das macht ja normalerweise Mut, denn die steile Bewegung, das unterstellt man ja gerne, das ist der eigentliche Trend und wir haben dann eine realistische Chance, dass aus diesem Trend heraus dann quasi die nächste Trendbewegung hervorgeht, wenn mal ein kleiner Rücksetzer erfolgt. Und bislang war das tatsächlich so, wer mal drauf guckt auf den Chart, der sieht, dass der Kurs da immer so in der leichten Gegenbewegung unterwegs war, was ein gutes Zeichen eigentlich ist dafür, dass der Kurs die Abwärtsseite eben nicht wirklich ernst nimmt, sondern nur als eine Verschnaufpause wahrnimmt. Ist damit alles vom Tisch? Tatsächlich haben wir zumindest übergeordnet durchaus die Chance, dass der Markt noch ein wenig weiter nach oben kommt. Sehr realistisch sogar. Warum? Weil wir ja in der Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen hatten, eine sehr, sehr schöne Bewegung nach oben gesehen haben, die immer nur von klein, jetzt mal wieder eine etwas größeren Pause unterbrochen war und die jetzt eigentlich beim Dow Jones dafür führen könnte oder dazu führen könnte, dass wir nochmal ein neues Allzeithoch sehen und beim DAX zumindest nochmal über das Sommerhoch drüber hinauskommen, also Sommermärchen Teil 2. Na, wollen wir es nicht übertreiben mit der Wortwahl, aber zumindest mal eine realistische Chance, dass wir diese Niveaus jetzt nochmal ansteuern. Vielleicht beim Dow Jones vor einem relativ schwachen Oktober, das wäre durchaus typisch im Vorwahljahr beispielsweise. Und insgesamt wäre es nach dieser Aufwärtsbewegung, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, ebenfalls relativ typisch. Warum? Weil wir die umfangreiche Aufwärtsbewegung ja auch irgendwann mal wieder im größeren Bild korrigieren müssen. Jetzt habe ich einige verloren. Was meint er jetzt? Jetzt runter hoch? Wie soll das gehen? Im Moment, ganz kurzfristig sieht es ja so aus, als ob die Bullen gar nicht so schlecht unterwegs sind. Wir sollten jetzt keine neuen Tiefs mehr bekommen, sondern weiter aufsteigende Zwischentiefs. Das wäre eigentlich ein gutes Zeichen. Und dann haben wir eine realistische Chance, in den nächsten Tagen ein neues Allzeithoch beim Dow auch zu sehen. Trotz alledem, Sie wissen das, wenn Sie mich schon ein paar Mal gehört haben, ich bin nicht der große Verfechter, beim Bruch über das Allzeithoch zu kaufen. Im Gegenteil, das ist aus meiner Sicht zu spät. Wenn nämlich typischerweise Ihr Nachbar und Ihr Geschäftskollege versuchen noch in den Markt reinzukommen, das ist meistens der höchste Punkt und das ist in der Regel dann, wenn in den Nachrichten verkündet wird, so teuer wie heute war es noch nie, ja dann kaufe ich doch, wenn es noch nie so teuer war, klingt doch sympathisch, das klingt nicht sympathisch, um einzukaufen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind doch Händler und wenn wir was toll finden, offensichtlich finden wir den Markt toll, dann sagen wir, mach mir ein Angebot, komm mir entgegen ein bisschen. Und genau so sollten wir es auch sehen. Ich bin insgesamt echt bullisch. Aktuell sieht es zumindest mal gar nicht so schlecht aus. Ich will es nicht übertreiben, aber negativ würde ich es jetzt im Moment mal nicht bewerten. Aber wir brauchen ein paar Rücksetzer. So, aber jetzt vermische ich wieder die beiden Zeiten. Aktuell denke ich eher gute Chancen, dass wir jetzt nach oben kommen. Zwischenhochs vielleicht mal für einen Trigger nach oben verwenden. Natürlich alternative Möglichkeiten über Oszillatoren oder sonst irgendwie was. Ebenfalls denkbar. Aber eben die Aufwärtsseite, sobald wir da getriggert werden. Ganz anders sieht das im Moment beim Euro gegen US-Dollar aus, denn der hat sehr steile Flanken nach unten. Zuletzt war er auch relativ zügig nach oben gekommen, hat er aber gleich wieder kaputt gemacht, hat er gesagt, habt ihr gedacht, es geht jetzt. Nein, ist gleich wieder senkrecht runtergefallen und dementsprechend ist dort die Abwärtsseite immer noch die dominierende und es sieht so aus, als ob wir die 1,09 ebenfalls nochmal sehen. Ich kann das nicht beschreien, das ist jetzt kein Aufruf für einen Short, denn das ist einfach nur aus der Bewegungsrichtung heraus und wir wissen ja, fürs Traden brauchen wir auch sinnvolle Stopmarken und Zielmarken, sonst können wir den Trade ja gar nicht dimensionieren. Stichwort Money Management. Ansonsten ganz wichtig heute, Donnerstag 14.30 Uhr gibt es Zahlen aus Amerika und zwar zum Bruttoinlandsprodukt, GDP-Daten. Wenn Sie das nachlesen wollen, um 14.30 Uhr unbedingt wichtig, mal ein Auge drauf zu werfen, denn da können Sie fast sicher davon ausgehen, dass zu dieser Uhrzeit der Markt sich mal ein wenig heftiger bewegt, zumal noch gleichzeitig Außenhandelszahlen, meine ich, und noch ein bisschen Arbeitsmarktdaten, die sicherlich nicht so relevant sind wie die anderen Zahlen. Aber naja, gut, wenn man schon ein Angebot, ein breites Potpourri um diese Uhrzeit hat an verschiedenen Daten, dann muss man das Angebot wahrnehmen. Meine Idee, wie ich damit umgehe, das muss nicht jeder so machen, vorher auf kleiner Ebene nicht unbedingt handeln, das heißt die Position so machen, dass ich vorher auch schon wieder schließe. Also wenn ich jetzt noch vorher was traden will, dass ich das so dimensioniere. Oder aber dann, was ich sehr gerne mache, die erste Bewegung
darauf abwarte, denn daran kann ich wieder sehen, ist das mit Panik in die eine, also in die eine, oder mit, naja, vielleicht Panik in die andere, oh Gott, ich verpasse was, der Markt schießt nach oben, also auch Panik kann auch manchmal nach oben sein, aber mit heftigen Bewegungen verbunden ist, dann weiß ich wieder, wie die Marktteilnehmer das aufgefasst haben und dann kann ich mich für den Rest des Tages, für den Nachmittag, für den Abend oder eben auch für die Folgentagen darauf einstellen und dann eben nochmal tapfer mitmischen. In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen diese Ideen ein bisschen weitergeholfen haben. Ich drücke Ihnen die Daumen für heute und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.